Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Monster Hunter Iceborne. Nee, Monster Hunter World Iceborne, so rum. Wir machen heute zusammen den wilden Dämonio. Ich hab Bock. Mal gucken, ob er beängstigend ist mit dem, was ich hier gerade als Ausrüstung habe. Das ist dieselbe Ausrüstung wie beim letzten Mal. Nur habe ich jetzt die gute Fatalis-Glefe dabei, weil ich bin krass und wir sind alle krass und wir gehen los. So, da sind wir auch schon. Wir landen direkt vor seinen Füßen. Der sieht winzig aus. Ist das normal? Ist das normal? Ist hier Stein? Gibt es hier Steine? Er hat mich auf jeden Fall gesehen. Hallo? Hallo, haben wir Steine? Ich sehe gar nichts. Hier ist so dunkel. Wieso ist das hier so dunkel? Gibt es hier keine Steine? Please. Ich sehe zumindest keine. Na gut. Oh, warte, aber da liegt was. Dann nehmen wir die halt mit. Aha! Dann nehmen wir die halt mal. Ah, so treffsicher wie immer, ne? Komm, dreh dich doch um, Moll. Dankeschön. Was? Dass der es nicht getroffen hat, ne? Lucky me. Wo bin ich? Wo bin ich? Ich hab keine Ahnung, der sieht so winzig aus. Wieso sind die Monster so kleiner? Wobei, vielleicht denke ich auch, er sieht klein aus. Weil er ist schon groß, oder? Ein bisschen groß. Schläft das? Nee. Es schläft. Doch. Domi hat eine von den coolsten Hämmern dabei. Der sieht nicht aus wie eine Axt und das ist super nice. Ah! Aha, okay, cool. Oh. Okay, das war super. Ja, wäre es fast um mich geschehen vielleicht. Aber nicht mit mir. Und ich treffe nicht. Oh, ich reite. Ich reite nicht. Ich könnte eigentlich mal nach hinten gehen. Ja, so, da. Mal da ein bisschen draufhauen. Trotzdem, der Wald ist zu dunkel. Ich finde es nicht okay. Ja, der göttliche See. Was passiert hier? Oh, meine Buffs sind weg. Ah, ich hau trotzdem drauf. Obwohl ich langsam bin. Boah, der liegt aber lang. Wir hatten vor kurzem ja erst. Was war denn das? Den Boden, den Basilis? Gefahrend. Der hat ja gar keine Liegezeit gehabt. Der ist ja hingefallen und direkt wieder aufgestanden. Dagegen liegt Dämonio ganz schön lange auf dem Boden. Au! Und da liegt er schon wieder. Der kann gar nichts machen. Dieses arme Wesen. Mann, ist fertig. Darauf war er nicht vorbereitet, ne? Als er uns angegriffen hat. Disney. Nee. Das ist alles gelogen. Schläft er schon, bitte? Alles klar. Achso, ja, schärfen könnte man mal. True. Sehr gut. Das ist doch eine schöne Art, geweckt zu werden. So hat das doch jeder gern. Bei so vielen Schlägen auf den Kopf, ne? Das ist schon eklig.
Wenn man mal so drüber nachdenkt, ist schon nicht so geil. So, er geht, du Hündchen. Er läuft davon. Hier lag noch was, aber ich glaube, das ist alles schon wieder weg, ne? Ist alles gedespawnt. Ich glaube, da brauchen wir nicht mehr nachgucken. Uns geht's noch sehr gut. Wie gesagt, ich glaube, da kommen noch Monster. Da wird sich das ein bisschen ändern. Da muss man ein bisschen mehr aufpassen noch. Wir haben noch ein bisschen was vor. Wir haben noch ein bisschen was vor. Wir werden nicht alle Monster machen wahrscheinlich. Also es gibt da so ein, zwei Stück, wo wir uns schon abgesprochen haben, was vielleicht einfach jetzt für das Let's Play nicht sehr realistisch ist. So vom Zeitaufwand und alles, weil wir einfach auch nicht mehr so extrem geübt sind. Da müssen wir mal gucken. Also so ein, zwei Stück wird es wahrscheinlich nicht geben. Aber so alles andere versuchen wir mal mit reinzunehmen. Okay, mir geht's gut. Mir geht's gut. So, wir bleiben mal auf dem Schwänzchen sitzen, wenn wir können. Wenn er uns lässt. Ich denke mal, der wird eh gleich einfach so umfallen. Können wir gar nichts machen. Wir konnten in ihn gucken. Das ist ja unfassbar. Ja, gut, er fällt wieder einfach. So, Domi macht uns den Schwanz hier weich, damit ich besser draufhauen kann. Und da ist er auch schon ab. Sehr gut. This is Teamwork. So funktioniert das. Und da liegt er auch schon wieder. Der kann echt nichts machen. Oh Mann, der ist so gefährlich, ne? Und so... Der ist einfach so krass und wir sind krasser. Tut mir voll leid. Armes kleines Dämonio. Man sieht gar nicht mehr seine Händchen, ne? Die sind einfach doch da. Seine winzigen Mini-Händchen, die existieren. Ja, und da ist er auch schon quasi down. Oh. Da ist er auch schon quasi fertig. Diese leuchtenden Augen, ne? Ist schon das Monster-Design, ich sag's immer wieder. Ultra. Ultra cool. Ups. Hallo, please. Schön da, ne? Du gehst nicht. Ich meine, ich jetzt hier einfach platt. Sehr gut. Yay! Das ging doch wundervoll. Das ging doch wundervoll. Ich denke mal, in der nächsten Folge kümmern wir uns noch um den Ruinen. Nergigante. Den haben wir schon gesehen eigentlich. Ich weiß gar nicht, ob wir den dann überhaupt machen. Ich überlege. Den haben wir aber eigentlich ja schon gesehen. Der ist uns schon ein Begriff. Der war in der vorletzten... Also quasi in der Folge vor Manforce haben wir den gemacht. Gucken wir mal. Gucken wir mal, ansonsten sehen wir auch gleich noch irgendwas anderes. Also morgen. Ach, armes Gürkchen. Da ist es kaputt. Gut, wir sehen uns gleich wieder. Guck mal. Jetzt haben wir ganz viele Schwänzchen. Das hat sich doch gelohnt, den abzumachen. Ansonsten auch nichts Spannendes. Wow. Oh, was ist das? Ein sattes Angriffjuwel. Oh, ist nett. Ist nett, kann man machen. Kann man sehr gut machen. Ich bin der Rodeo-Held, finde ich auch gut. So, wir gucken uns jetzt die Rüstung an. Und dann zeige ich... Soll ich... Ja, komm, ich zeige euch auch direkt die vom Ruinen-Nährgigante. Dann haben wir die schon mal gesehen. Falls wir ihn jetzt doch nicht mehr machen, weil wir ihn schon gesehen haben. Wir gucken mal. Entscheidungen müssen getroffen werden. Also, wir haben... Wo ist der Krams? Wo ist denn der Krams? Was ist das hier? Wo ist der Kram? Wie heißen die denn? Ruinenset, das wäre jetzt... Genau, das ist ein Gigant. Es ist ultra schön. Es ist ultra pretty. Und das auch. Die sind beide sehr schön. Ich glaube, ich finde die Alpha-Rüstung oft ein bisschen geiler insgesamt. Die Nergigante-Rüstung hat aber leider auch, außer jetzt so ein Punkt in Ohr, drei Punkte in Ohrstöpsel, eigentlich nichts, was mich jetzt interessiert hätte. Wo ist ein Dämonio? Wo bist du dann?
Ich weiß nicht, wo er ist. Der muss ja irgendwo sein. Da! Da haben wir ihn. Die ist auch sehr spannend. ist jetzt nicht so mein Style, aber ist schon ganz nett. Ist schon nett. Aber ihr seht, die habe ich mir auch nie gemacht. Ist an sich nicht verkehrt, aber halt nichts, was mich angesprochen hätte. Wir haben noch die Palico-Ausrüstung. Muss ich auch wieder suchen. I'm sorry. Das dauert alles ein bisschen länger. Mehr Gigante. Aber okay, da gibt's gar nicht. Da gibt's gar keine. Ist okay. Wir haben nur die normalen Rüstungen hier. Gut. Und an Waffen kann ich euch bestimmt zeigen. Aus meiner Tasche heraus. Das Mr. Demonio. Genau. Das ist hier. Die bitzelt so schön. Seht ihr das? Das Kriseln da. Und, warte mal. Ah ne, ich muss ja, es ist ja gar nicht das Horn, ich bin bescheuert. Also das ist die Dämonio-Glefe. Müssen wir nochmal durchgucken. Kriegen wir hin. Das ist schön, oder? Das Horn ist auch wieder hier ein Skin, aber das wäre dann das Dämonio-Horn. Sieht auch toll aus. Die Effekte sind halt echt schön. Und ich weiß gar nicht, ob ich die, doch. Das ist die, Nergigante, das Nergigante-Horn. Aber auch hier als Skin benutzt, weil ich eigentlich fast nur Safi-Waffen hatte. Weil die einfach krass sind. Und das wäre dann aber die richtige Ruinen-Gigantik-Lefe. So, haben wir das auch? Haben wir das auch? Ah, wir sind gerade mal bei 12 Minuten, Leute. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Ich zeig euch meinen Raum. Also wen es nicht interessiert, es war nett. Bis zum nächsten Mal. Aber ihr dürft euch gerne mein Räumchen angucken. Ich bin ein bisschen stolz darauf, okay? Ja. Tada! Hier sind schon mal direkt meine Flauschhühner. Ich weiß, die Musik ist toll, ihr müsst es mir nicht sagen. Die habe ich mir gekauft. Sie ist wundervoll. Wir haben hier Kuscheltiere, ein wunderschönes Bett, noch mehr Pugi-Kuscheltiere. Wir haben hier einen schaukelnden Affen. Mit Blümchen und... Oh, ist schön, oder? Ist schön. Ist schön. Hier ist mein goldener Makak. Ja, da ist er. Jetzt habt ihr ihn auch gesehen. Da sind meine ganzen Wackelkopfköniginnen. Dann haben wir hier noch coole Fische. Da, guckt es euch an. Hab ich alle gefangen? Hab ich alle selbst gefangen? Ja. Dann haben wir hier draußen... Da seht ihr jetzt den Grund, warum ich in der Raureifweite sehr oft an diesem einen bestimmten Ort war. Nämlich deswegen, was da rumfliegt da oben. Das habe ich mir gefangen. Das war sehr anstrengend, aber es hat sich gelohnt, weil pretty. Beautiful. Genau, dann haben wir hier nochmal die Fische. Dann haben wir hier meine in heißem Wasser badenden Kraushühner. Die gibt es nämlich auch. Es gibt Flauschhühner und Kraushühner. Domi geht erstmal auch baden. Macht er gut. Macht er schön. Schön mit der Rüstung baden. So gehört sich das. Und dann hier mein ganzer Stolz. Sind meine ganzen Leitlande-Maulwürfe und ich hab sie alle. Ich hab sie alle. Wir lassen sie mal alle rauskommen. Und ich liebe sie. Ich liebe sie. Die haben sehr viel Energie und Zeit gekostet, aber ich hab sie alle. Ich hab sie alle! Und dann habe ich hier noch ein paar Bilder aufgehängt. Und hab hier noch Vögelchen und hier meinen kleinen was auch immer. Und dann hier noch ein Bild von Pugi, weil Pugi ist toll. Pugi ist live. Und ja, das ist so. So kann ein Raum aussehen. Habe ich hier noch ein paar Laternen. Aber ja. Aber ja, das war's eigentlich schon. So viel gibt's da gar nicht zu sehen. So viel gibt's da gar nicht zu sehen. Domi, komm her! Domi, wir verabschieden uns jetzt. So, wartet. Wir warten kurz da. Ja, sehr schön. Dann war es das für diese Folge. Ich danke euch allen fürs Zusehen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also bis dann. Tschüssi.